Adolf Hitler, Dämon und Diktator, Teufel und Tyrann, Führer und Verführer. Wir glaubten, seine Motive zu kennen. Doch jetzt müssen weite Teile der Geschichte des Dritten Reichs umgeschrieben werden. Fest steht, Hitler hatte nur ein Ei. Das linke ging peu à peu flöten. Die Folgen: Impotenz, unkontrollierter Harndrang, schlaffe Nudel. Hitler handelte sofort. Wenn man nur einen Hoden hat, kann man nicht ficken. Ich habe deshalb... Ich habe deshalb veranlasst, dass die Klöte gesucht wird. Und zwar überall im Deutschen Reich. Millionen Soldaten ließen sich für die Eiersuche vereidigen. Ich schwöre bei Gott, wir finden das Ei. Wir finden das Ei. Ein gewaltiger Fackelzug kämmte ganz Deutschland ab. Vergebens. Hitler tobte. Immer öfter musste er Windeln tragen. Doch die sogenannten Führerfixies machten den Diktator international unmöglich. Bei den Olympischen Spielen 36 war es dann soweit. Toilette! Wo ist die Toilette? Zu spät. Alles ging in die Hose. Auch Goebbels war fassungslos. Zu Hause ließ der Führer oft einfach nur noch laufen. Er hatte keine Kraft mehr. Schließlich war er es satt. Ich muss dauernd pissen. Mein Glied wird nicht steif. Und deshalb gibt es jetzt Krieg. Fazit: Hätte der Führer einen guten Klückenarzt gehabt, der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können.